Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir sind am Ende der Aussprache. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir würden dann jetzt vereinbarungsgemäß zu den Abstimmungen kommen. Es ist beantragt von dem Kollegen Jürgen Lenders, den Tagesordnungspunkt 2 und 3 jeweils namentlich abstimmen zu lassen. Aber ich gebe ihm gerne noch einmal das Wort. Jürgen Lenders, bitte schön. Ist das? Das war's. Alles in Ordnung. So machen wir es. Ich habe das Abstimmungssignal jetzt mehrfach gegeben und darf fragen, die parlamentarischen Geschäftsführer, Herr Felstehausen, ja, bitte. Herr Präsident, wir bitten, den Tagesordnungspunkt 10 getrennt abzustimmen, 1 bis 3 und 4. Also, was war das? 10, 1 bis 3 und 4. Das ist die Beschlussempfehlung, die wir abstimmen. Ne? Alles klar. Okay. Gut, aber jetzt kommen wir erst noch einmal zur Frage. Sind alle einverstanden? Wunderbar, danke schön. Sind alle einverstanden, dass wir jetzt in die Abstimmungen eintreten? Alle Geschäftsführer haben alle an Bord. Das sieht so aus. Die Reihenfolge der Abstimmung entspricht der Reihenfolge des Aufrufs. Das will ich noch der Vollständigkeit halber mitteilen. Deswegen rufe ich jetzt auf Tagesordnungspunkt 10 zur Abstimmung. Das ist die Beschlussempfehlung der Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Landesregierung betreffend Ausnahmesituation aufgrund der Coronavirus-Pandemie, Drucksache 20/3133 zu Drucksache 20/2953. Ich lasse abstimmen. Zunächst hier in der Beschlussempfehlung die Nummer 1 bis 3. Wer für die Annahme von 1 bis 3 ist, bitte ich um das Handzeichen. Für die Annahme ist die Fraktion der CDU, die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die Fraktion DIE LINKE. Wer ist gegen die Annahme? Gegen die Annahme ist die Fraktion der AfD und die Fraktion die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der SPD. Ich darf bitten, während der Abstimmung jegliche Unmuts- oder Zustimmungsbekundungen vollständig zu unterlassen. Das stört unglaublich. Da fragen, wie die fraktionslose Abgeordnete gestimmt hat. Sie haben mit Nein gestimmt. Ich darf jetzt abstimmen lassen die Ziffer 4. Wer für Annahme ist, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der SPD und DIE LINKE und die AfD und die Freien Demokraten. Frau Walter stimmt auch dagegen. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung in den Ziffern 1 bis 4 angenommen. Und der Antrag der Landesregierung betreffend Ausnahmesituation aufgrund der Coronavirus-Pandemie, hier der Beschluss nach § 2 des Artikel 141 Gesetzes ebenfalls angenommen. Ich darf jetzt aufrufen, die Tagesordnungspunkt 2, das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über das Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern, Drucksache 20/3134 zu Drucksache 20/3016 zu Drucksache 20/2951. Hier ist namentliche Abstimmung beantragt. Ich darf die Schriftführer fragen, ob sie gerüstet sind, in die namentliche Abstimmung einzutreten, und darf beginnen mit dem Kollegen Utter, der mit dem Aufruf der Namen beginnt. Bitte schön, Herr Kollege Utter. Ulrike Alex. Ja. Tarek Al-Wazir. Ja. Katrin Anders. Ja. Lena Arnold. Ja. Sabine Bächle-Scholz. Ja. Dirk Bamberger. Ja. Jürgen Banzer. Ja. Dr. Ralf Norbert Bartelt. Ja. Elke Barth. Nein. Alexander Bauer. Peter Frank Thilo, Bellino Holger, ja. Beuth Peter, ja. Bucklet Markus, ja. Buddenberg Michael, ja. Böhm Christiane, enthalten. Bulldorf Karl Hermann, Bouffier Volker, ja.
Brünnel Silvia, ja. Büger Dr. Matthias, Burcu Thailan, ja. Klaus Ines, ja. Dahlke Miriam, ja. Decker Wolfgang, ja. Degen Christoph, nein. Diefenbach Frank, ja. Dorn Angela, ja. Ecker Tobias. Nina Eisenhardt, ja. Arno Enners, nein. Nancy Faeser, nein. Dr. Horst Falk, ja. Martina Feldmeier, ja, Entschuldigung, war klar. Thorsten Felstehausen, Karina Fissmann, nein. Hildegard Förster-Heldmann, ja. Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, ja. Klaus Gagel, nein. Dirk Kaaf, nein. Kerstin Geist, nein. Nadine Gersberg, nein. Lisa Gnadl, nein. Eva Goldbach, ja. Dr. Frank Grobe, nein. Vanessa Kronemann, Krüger Stefan, nein. Grumbach Gernot, Hahn Dr. H.C. Jörg Uwe, nein. Hartmann Karin, nein. Heidkamp Erich, nein. Heinz Christian, ja. Heitland Birgit, ja. Hering Thomas, ja. Hermann Klaus, nein. Hinz Priska, ja. Hofmann Heike, nein. Hofmann Markus, ja. Hofmeister Andreas, Honka Hartmut, ja. John Knut, nein. Kaffenberger Bijan, nein. Kahn Rolf, nein. Kartmann Norbert. Heiko Kassekert, ja. Frank-Peter Kaufmann, ja. Kaya Kinkel, ja. Kai Klose, ja. Wiebke Knell, Elisabeth Kula fehlt. Gerald Kummer. Nein. Robert Lambrou. Nein. Jürgen Lenders. Nein. Thorsten Levringhaus. Nein. Andreas Lichert. Nein. Angelika Löber. Nein. Frank Lorz. Ja. Dr. Alexander Lorz. Heinz Lotz, nein. Felix Martin, ja. Daniel May, ja. Markus Meissner, ja. Müller Hans Jürgen, ja. Müller Michael, ja. Müller Karin, ja. Müller Regine, nein. Müller Stefan, nein. Müller Klepper Petra, Naas Dr. Stefan, nein. Papst Dippel Claudia, Penz Manfred, nein. Bromny Moritz, nein. Pürsin Janki, nein. Puttrich Lucia, ja. Rahn Dr. Rainer, Dr. Rainer, nein. Ravensburg Claudia, ja. Reul Michael, Rhein Boris, ja. Richter Folger, nein. Ruck René, nein. Günther Rudolph, nein. Michael Ruhl, ja. Max Schad, ja. Jan Schalauske, ja. Marion Schad-Sauer, nein. Lukas Schauder, ja. Hermann Schaus, Gerhard Schenk, nein. Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, nein. Katrin Schlembecker, ja. Mirjam Schmidt, ja. Heiko Scholz, nein. Dimitri Schulz, nein. Armin Schwarz, ja. Uwe Serke, ja. Dr. Daniela Sommer,
Said Sömmetz. Frank Steinraths. Stierböck Oliver. Strube Manuela. Tibi Ismail. Ulot Oliver. Uta Tobias. Feilmann Joachim. Vohl Bernd Erich. Wagner Matthias. Wallmann Astrid. Walder Alexandra. Walder Kati. Warnecke Thorsten. Waschke Sabine. Weiß Marius. Wilken Dr. Ulrich. Wintermeier Axel. Wiesenbach Walter. Wiesler Janine. Thugut Yüksel. So, ich darf fragen, ob jeder die Möglichkeit hatte, seine Stimme abzugeben. Ist noch jemand hinzugekommen, der seine Stimme abgeben möchte? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann haben alle abstimmen können. Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schriftführer, das Ergebnis auszuzählen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben ein Ergebnis vorliegen. Ich will aber die Gelegenheit vor allem nutzen, bevor ich Ihnen das Ergebnis verkünde, die Kollegin Lena Arnold herzlich zu begrüßen. Sie ist wieder bei uns. Wir freuen uns sehr, liebe Lena Arnold. Haben schon in Abwesenheit zur Geburt der Tochter gratuliert und freuen uns aber, dass wir uns jetzt auch live davon überzeugen können, dass die Mutter wohlauf ist. Alles Gute für euch und Glück und Gesundheit insbesondere. So, wir kommen zum Ergebnis. Mit abgegebenen Stimmen sind 134, mit Ja gestimmt haben 69 Abgeordnete, mit Nein gestimmt haben 57 Abgeordnete, 8 Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten. Ich stelle insoweit fest, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über das Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern mit der entsprechenden Drucksachennummer angenommen worden und zum Gesetz erhoben worden ist. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020, Drucksache 20-3135, zu Drucksache 20-3017, zu Drucksache 20-2950. Auch hier ist namentliche Abstimmung beantragt. Ich darf fragen, ob wir in die Abstimmung eintreten können. Das ist offensichtlich der Fall. Es widerspricht niemand. Dann wollen wir das auch machen. Ich darf die Schriftführer bitten, sich der Listen anzunehmen und mit dem Aufruf zu beginnen. Die Abstimmung ist eröffnet. Der Kollege, die Kollegin Hartmann beginnt, oder wer beginnt? Nein. Ah. Ja, Kollege Utter, Sie beginnen aber trotzdem, oder? Wollen Sie? Bitte schön. Ulrike Alex, ja. Tarek Al-Wazir, ja. Katrin Anders, ja. Lena Arnold, ja. Sabine Bächle-Scholz, ja. Dirk Bamberger, ja. Jürgen Banzer, ja. Dr. Ralf Norbert Bartelt, ja. Elke Barth, nein. Alexander Bauer, Bischof Frank Thilo fehlt, Bellino Holger, Beuth-Peder, ja. Bucklet Markus, ja. Buddenberg Michael, ja. Böhm Christiane, nein. Bulldorf Karl Hermann, nein. Bouffier Folger, ja. Brünnel Silvia, ja. Büger Dr. Matthias, nein. Burcu Thailan, ja. Klaus Ines, Dahlke Miriam, Decker Wolfgang, Degen Christoph, Diefenbach Frank, Dorn Angela, Egger Tobias, Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Dr. Horst Falk, Martina Feldmeier, Thorsten Felstehausen, Karina Fissmann, nein. Hildegard Förster-Heldmann, nein. Jürgen Frömmrich, ja. Sandra Funken, ja. Klaus Gagel, nein. Dirk Kaaf, nein. Kerstin Geis, nein. Nadine Gersberg, nein. Lisa Gnadl, nein. Eva Goldbach, Dr. Frank Grobe, nein. Vanessa Kronemann, nein. Krüger Stefan, nein. Krumbach Gernot, nein. Hahn Dr. H.C. Jörg Uwe, nein. Hartmann Karin, nein. Heidkamp Erich, nein. Heinz Christian, nein. Heidland Birgit, nein. Hering Thomas, nein. Hermann Klaus, nein. Hinz Priska, Hofmann Heike, nein. Hofmann Markus, ja. Hofmeister Andreas, ja. Honka Hartmut, ja. John Knut,
Kaffenberger Bijan, Nein. Kahn Drolf, Nein. Kartmann Norbert, Heiko Kassekert, Frank-Peter Kaufmann, ja. Kaya Kinkel, ja. Kai Klose, ja. Wiebke Knell, Elisabeth Kuhler entschuldigt, Gerald Kummer, Robert Lambrou, Jürgen Lenders, Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Dr. Alexander Lorz, Heinz Lotz, Felix Martin, Daniel May, Markus Meissner, Müller Hans-Jürgen, Müller J. Michael, Müller Karin, Müller Regine, Müller Stefan, Müller Kleber Petra, Naas Dr. Stefan, Papst Diebel Claudia, Penz Manfred, Bromni Moritz, Pürsin Janki, Puttrich Lucia, Rahn Dr. Dr. Rainer, Ravensburg Claudia, Reul Michael, Rhein Boris, Richter Folger, Rock René, Günther Rudolph, Michael Ruhl, Max Schad, Jan Schalauske, Marion Schad-Sauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Mirjam Schmidt, Heiko Scholz, Nein. Dimitri Schulz, Nein. Armin Schwarz, Uwe Serke, ja. Dr. Daniela Sommer, Zaid Sönmez, Nein. Frank Steinraths, Stierböck Oliver, Nein. Strube Manuela, Nein. Tibi Ismail, ja. Ulot Oliver, Uda Tobias, ja. Feilmann Joachim, ja. Vohl Bernd Erich, Nein. Wagner Matthias, ja. Waldmann Astrid, ja. Walder Alexandra, Walder Kati, ja. Warnige Thorsten, Nein. Waschke Sabine, Nein. Weiß Marius, Nein. Wilgen Dr. Ulrich, Nein. Windermeier Axel, Wissenbach Walter, Nein. Wissler Janin, Nein. Turgut Yüksel. So, auch hier die Frage, ob jeder die Möglichkeit hatte, abzustimmen. Ist noch jemand nachgekommen, der seine Stimme abgeben möchte? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich die Abstimmung schließen und bitte die Schriftführer, das Ergebnis auszuzählen.
Ja, vielleicht darf ich die Auszählzeit nutzen, weil ich das gesehen habe und ich das sehr erfreulich finde, ganz viele Kinder hier begrüßen zu dürfen. Söhne und Töchter von Abgeordneten, das ist genau unser Ansatz von politischer Bildung, so früh wie möglich. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Und wir gucken jetzt auch und geben ein bisschen Gas, dass die Kinder ihre Eltern auch so langsam wieder zurückbekommen. Denn Samstag soll auch ein Familientag sein. Und insoweit werden wir uns jetzt ein bisschen beeilen, dass das so schnell wie möglich durchaus auch dann möglich ist. So, jetzt haben wir, glaube ich, auch ein Ergebnis. Danke schön, Herr Utter. Wir haben 134 abgegebene Stimmen. Und mit Ja haben 69 Kollegen gestimmt, mit Nein haben 65 Kollegen gestimmt. Damit ist der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020 angenommen und zum Gesetz erhoben. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8. Der Antrag der Abgeordneten Tobias Eckert, Elke Barth, Wolfgang Decker, Stefan Krücker, Knut John, Marius Weiß und der Fraktion der SPD betreffend Busunternehmen in der Corona-Krise. Landesregierung muss endlich handeln. Drucksache 20-2964. Da fragen, wer dem Antrag zustimmt. Das sind die Abgeordneten der SPD und der Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der CDU von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion die Freien Demokraten und die Fraktion der AfD. Damit ist der Antrag mit dem entsprechenden Stimmenverhältnis angenommen. Abgelehnt. Abgelehnt. Bitte? Danke, danke. Gut, gut. Ich war kurz hier irritiert, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Tagesordnungspunkt 9 rufe ich auf, dass die Beschlussempfehlung und der Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Dringlichen Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Einführung einer Vermögensabgabe, um Kosten der Corona-Krise zu tragen, Drucksache 20-3086 zu Drucksache 20-3061. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Es ist die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD und die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die fraktionslose Abgeordnete, die Fraktion der Sozialdemokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 12. Sie hatten dagegen gestimmt. Dann wollen wir das so im Protokoll vermerken, Frau Walter. Ändert am Ergebnis aber dennoch nichts. Wir haben jetzt zu beraten den Tagesordnungspunkt 12. Es muss ein bisschen ruhiger werden bei Abstimmung. Sonst kann man das nicht ordentlich machen. Dann kommt alles durcheinander. Tagesordnungspunkt 12 ist die Beschlussempfehlung und der Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Dringlichen Antrag der Abgeordneten Degenbecher, Eckert und weiteren Abgeordneten der Fraktionen der SPD betreffend Jugendherbergen in der Corona-Krise. Landesregierung muss Stornokosten für ausfallende Klassenfahrten übernehmen, Drucksache 20-3136 zu Drucksache 20-3079. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion der CDU und von Fraktionen BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der Sozialdemokraten. DIE LINKE, die FDP. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der AfD und die fraktionslose Abgeordnete Kollegin Walter. Damit ist die Beschlussempfehlung mit den Stimmen entsprechend mit dem Stimmenverhältnis angenommen.